Herr Friedrich, in den letzten Tagen ging es hoch her um Currenta. Sie kriegen wahrscheinlich in den nächsten Monaten eine neue Mutter, das nächsten Monat nicht sofort. Warum? Da heißt es in den Meldungen, die zuständigen Behörden müssen noch zustimmen. Sind das die Kartellbehörden oder ist es irgendeine Sicherheitsbehörde, weil sie ja auch Betreiber von Infrastruktur wie Schienen, Häfen oder Stromleitungen sind? Also der Eigentümerwechsel hat an der Sicherheitsstruktur gar keine Änderung. Das heißt hier, die Verantwortung der Currenta für den Chempark, für die Gefahrenabwehr und auch für die Genehmigung bleibt 1:1 so erhalten und muss nicht irgendwo genehmigt werden. Die Genehmigung, von der diskutiert wird, ist eine reine Kartellbehördengenehmigung ohne Auswirkungen jetzt auf inhaltlich strukturelle Änderungen mit Chemparkpartnern. Zweite Sache, in Ihrem Geschäftsbericht, den Sie, glaube ich, im Mai veröffentlicht haben, geht davor, dass Sie eine Gesellschaft gegründet haben, namens Netcur, wo wohl Ihre ganzen Stromnetze reingetragen werden. Was war der Grund, um einen Fremden wie ABB daran beteiligen zu können, oder gab es einen anderen Grund? Also das hat keinerlei Beteiligungsgründe von Dritten. Diese Netcur-Gesellschaft ist eine hundertprozentige Tochter der Currenta und dient sauber, genauso wie Sie es draußen haben, zur Trennung des Netzes in der Infrastruktur bilanzmäßig. Das heißt, wir haben wirklich eine eigene Gesellschaft gegründet, die Netze betreibt, genauso wie es draußen in der, ich sag mal, allgemeinen Stromversorgung auch üblich ist. Dort gibt es einen Netzbetreiber und einen Energieerzeuger. Und genau diese Rollen mussten wir auch einnehmen und das haben wir mit der Netcur dann umgesetzt. Vielen Dank.